Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Holiday Park und zum Saisonstart 2023, beziehungsweise dem Season Kickoff Event für Jahreskarten. Ja, wieder in aller Runde. Wieso sind wir hier? Weil wir hier kostenlos reinkaufen. Weil wir den Count brauchen immer noch. Und stimmt, da war ja noch was. Da geht's auch zuerst hin, würde ich sagen. Ja, dann mal los. Ja, ich glaube, da steht ein Buzzer auf der Bühne auf jeden Fall. Stimmt, das haben wir vorhin auch gesehen. An Topsalat erinnert mich das hier. Deshalb ist ja auf dieselbe Chatte. Ja. Nee, lass Schlechenjacke an. Da ist der Buzzer. Da ist der Buzzer. Leute, wer setzt jetzt auf die Bühne und betätigt diesen Buzzer? Tessa, 5 Waffe dienen. Julian, willst du mal nachstellen, wie du letztes Mal hier gesprochen hast? Die Forst hat es so gut erteilt. Nee, das hat schon ein bisschen erbärmlich an. Ja, ja, witzig. Ist das vom Holiday Park der Song? Ich glaube nicht. Ich auch. Maja. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Zuerst eine gute Nachricht für alle, die im letzten Jahr dabei waren. Heute schneit es nicht. Es ist auch kein Schnee gemeldet. Ja, herzlich willkommen bei uns im Holiday Park zur Saisoneröffnung 2023. Mein Name ist Bernd Weitz, ich bin Direktor Deutschland und hinter mir ist unser Hauptstar, die Biene Maja. Wir begrüßen euch ganz herzlich hier bei uns, wünschen euch einen schönen Tag und ich möchte mich bei allen bedanken, aus allen Abteilungen, die heute für diese Eröffnung mitgearbeitet haben, damit der Park heute fertig ist für einen schönen Saisonstart. Wir hatten letztes Jahr die erfolgreichste Saison, die wir jemals hatten und wir wollen das natürlich in diesem Jahr auch noch unbedingt toppen. Und dabei helfen soll uns unser Wasserspielplatz hinten mit dem rund um Super Wings. Guckt euch den an. Bei dem Wetter heute wird er leider nicht aufhaben, der macht immer ab 17 Grad auf. Die werden wir heute mit aller Wahrscheinlichkeit nicht erreichen und morgen wahrscheinlich auch nicht. Aber wenn es so richtig heiß wird, kommt alle her. Wir haben dort Umkleiden, bringt Badeklamotten mit für die Kinder und für euch selber natürlich auch. Und dann gibt es auch wirklich einen Grund, auch mal bei 35 Grad oder heißer den Holiday Park zu besuchen. Da freuen wir uns wirklich schon sehr drauf. Ja, und jetzt wollen wir eben loslegen und auch den Rest des Holiday Parks eröffnen. Und da zählen wir zusammen runter von 5. Alle zusammen, damit die hinter der Bühne das auch hören. 5, 4, 3, 2, 1, lauf! Viel Spaß und allen eine gute Saison. Danke, Bell. So, an Burg Falkenstein hat sich jetzt optisch noch nichts viel verändert, außer halt, dass die ganzen Schilder hier weg sind. Aber an für sich sieht das Ding noch immer gleich aus. Und wir gehen jetzt zum Disco Coaster. Wir werden wahrscheinlich so die erste Fahrt der Saison drauf haben. Auf dem Disco Coaster! Da sehe ich mich eigentlich auch noch auf dem Splash Battle heute. So, auf ein neues. Diesmal klappt es dann. Hoffentlich. Jetzt heißt das Down, das Ding. Movie Park Style after den ersten 2 Stunden. Oh Gott, ey. Gell, es fährt! Schön. Ja! Es fährt! Es fährt! GeForce fährt immer noch nicht. Hallo! Ja! Mann, Tessa! Hey! Jetzt geht das Ding down. Oh, die Kameras sind ausgefallen. Zählt das als Count? Kameras viele? Wenn wir einmal bis hinten gefahren sind, zählt das als Count. Ja, dann zählt's. Du musst einmal die komplette Strecke absolvieren. Aber der Film. Was hast du heute gestern Abend gegessen? Julian! Ja! Der Skyfly ist gerade gefahren! Ich hab's gesehen! Hast du direkt gesagt! Und das Ballonkarussell ist neu gemacht! Oh ja, tatsächlich! Wir haben den Count! Ja! Lass machen! Nein, die kann uns Lass machen! Nein, wir haben den Count! Ja, Count! Kai, Full Count! Full Count! Tannebaum! Ja! Ah, ja. Oh, Tannebaum! Nein, Niki, schnell schütteln! Nein, ich kann das machen! Oh. Da war die Bremse.
nicht. Wir haben den Count. Wir haben den Count, Lars. Das ist jetzt voll Count. Voll Count. Oh, da ist echt nicht so viel los. Gerade. Hier ist der Skyfly, damit Julian jetzt auch wieder glücklich wird. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Nee, guck mal, wie viel da los ist. Wo stehen wir? Skyfly. Wir schließen jetzt. Oh Gott. Bester Sitz ever. Kacke! Ach du Kacke! Ah. Oh. Alter! Oh. Bevor wir abkriegen, verstaut bitte alle losen Gegenstände wie Brillen. Mobiltelefone. Zur Fahrt, ich bin eine komplette Runde einfach kopfüber gefahren. Das war ziemlich weird, habe ich auch noch nie so gehabt. Und ja, jetzt versuchen wir das Ding hier noch mitzunehmen, wenn das uns mal mitholt. Alter, das geht ja noch voll ab. Ich vergesse immer, wie die Dinger abgehen. Ja. Ist noch flott gewesen. Letztes Mal war hier einfach alles voll Bauzaun. Da ist der neue Wasserspielplatz. Der Turm sieht ein bisschen aus wie Paw Patrol. Ui. Wir müssen auch noch kurz warten, Leute. Der muss noch seine Puppe rauchen. Oder wir gucken uns erst den Wasserspielplatz an. Entweder wir warten. So, wir begeben uns jetzt dann aufs Skyscream der ersten Premier Rides Achterbahn in Europa. Sollte mal ursprünglich an einen ganz anderen Park geliefert werden, deswegen steht jetzt auch so random hier in Holiday Park, weil Premier Rides war davor halt so gar nicht üblich hier in Europa. Beziehungsweise gibt es auch, glaube ich, erst zwei Bahnen von Premier Rides. Und ja. Zwei Premier Rides Bahnen in Europa? Ich glaube schon. Wenn ich mich jetzt etwa tue, dann ja. Die? Und in Sakenye. Genau, Sakenye. Oh, Tessa, jetzt geht's ab. Der Gruselwartebereich. Ja, jetzt ist einfach besser. Mann, da kommt ja gar keiner. Aua, nicht mich pieksen. Guck mal da oben. Aber es kommt ja noch runter. Ich sehe, Tessa schlägt noch mein Handy aus der Hand. Das ist ja so ein Kontrast zu Halloween. Boah, wirklich. Jetzt kommt Jan. Ja, jetzt kommt Jan. Hallo Jan. Ja, wo ist der denn? Lass mich hier stehen bleiben. Nimm ich das? Ja, wir müssen hier stehen bleiben. Bevor ihr Platz nehmt. Nehmt ein aufrechtes Sitz.
BMW sagen würde. Alter. Boah, das hat gekickt. Ja, das kickt. Ach toll. Das war doller als gedacht. Ja? Das hat gekickt. Das hat gekickt. Vor allem da bergrunter. Da fährt Kai, Sophie, Mira und Julia. Also gerade der da, da hat das üble Erdbeeren. Also ich vergesse echt immer, wie aggressiv das Ding da runter saust. Vor allem auch da hoch, da fliegst du ja richtig aus dem Blitz. Und die hängt da einfach auf, super, ne? Die hat gekickt. So, wir stehen jetzt hier vor der Neuheit 2023, Super Wings. Das ist ein kleiner Wasserpark, beziehungsweise ein Wasserspielplatz, den der Holiday Park jetzt gebaut hat. Steht auch so 1:1 im Majerland Kownaty in Polen schon und jetzt auch hier. Ja, erinnert mich ein bisschen an Paw Patrol, wenn ich ehrlich bin. Aber die Lizenz, also es sind halt Flugzeuge, das ist dann was komplett anderes. Aber so vom Stil her schon. Aber größer als ich dachte. Also die Musik finde ich super hier. Ja, das kommt klar. Aber ich sehe gerade gar keinen Eimer. Wo ist denn der Eimer? Darf ich meine Meinung sagen? Wo ist der Eimer? Haben die keinen Eimer? Ja, normalerweise haben die oben drauf einen. Wo? Die Welt. Ist ein kleiner, aber nicht die Welt? Ja, das, die Welt. Das ist der Eimer? Da oben, die Erde. Okay. Darf ich meine Meinung dazu sagen? Nee, juckt keinen. Ich finde... Ich finde, es sieht schick aus, aber es passt nicht so zu dem Strandthema. Ah, es geht. Ich glaube, im Sommer passt das ein bisschen mehr. Gehen wir in die Maze Tesser. Nein. Aber da ist das Schnitzelhaus. Da ist ein Donut. Warum gehen wir ins Schnitzelhaus? Schnitzelhaus! Ja, Titty Twister ist jetzt rausgeflogen. Anstelle dessen jetzt hier ein Dunkin' Donut. Fresse halten und zuhören! Fick dich, bist du platzt. Aufgemacht. Toll, toll. Sonne ist draußen, jetzt geht's auf Dino Splash. Oh, ein Stegosaurus. Guck mal, wir machen jetzt Dino-Kunde. Stegosaurus. Parasaurus. Tyrannosaurus Rex. Triceratops. Geht der wieder oder ist er immer noch still? Oh, er bewegt sich sogar wieder. Dinosaurierkunde, was ist das für ein Saurier? Ein Sausier! Ein Plesiosaurus. Sausier, grrr. Oh, ich finde den so toll hier immer. Kai, Dinosaurierkunde, wie heißt der Vogel da oben? Peter. Ein Vogel. Peter. Ja, mal zwei Raptoren, glaube ich. Oder sind die ein bisschen groß, Raptoren? Ne? Der Brachiosaurus. Ein Langhalsisaurus. Ihr lernt richtig heute was. Ein Ich glaube, das ist ein Ankylosaurus. Denn mit dem dicken Schwanz. Letztes Mal warst du doch die Gearschte, oder? Ja, also, ja, schon. Wie immer. Wie immer. Ich finde es nur doof, dass der nie im Wasser schwimmt, sondern immer so da drüber schwebt. So, ihn habe ich aber wirklich keine Ahnung. Ein Minisaurus. Oh, da haben wir noch einen Pterodon, aber der ist ein bisschen groß. Ich weiß nicht, ob das ein Pterodon ist. Da kommt der Dino-Profi. Guck mal, Mira, da sind die von Korb. Oh nein, jetzt hab ich Angst. Hallo, meine Freunde. Julian, bist du bereit? Oh, du Mimimi wieder, ne? Ja. Wer wird am nassesten? Wir geben Tipps ab. Wer wird am nassesten? Also ich kann mir vorstellen, dass alles auf mich kommt, aber ich einen Schutz habe. Zieh den weg während der Fahrt. Foto! Und wir drehen Bin heute Nein! Da hätte Jan gesessen. Also, momentan kommt aber wirklich alles auf mich. Ah, Fladermus. Oh nein, das lief. Das lief. Vielleicht kommt das Wellen weg, das wird die entscheidende Phase. Aber die Spritzer sind aus, das ist schon mal viel wert. Nein, die Spritzer sind nicht aus! Oh fuck! Ja! Nicht so schnell drehen! Oh nein! Ja! Ja! Oh. Das
doch so schnell. Da sieht's! Da sieht's! Ja, du bist fischst das? Beschwer dich nicht! Beschwer dich, wo das. Darüber. Beschwer dich nicht! Ja! Ja! Los, nicht davor fahren! Ja! Alter, Tessa wird gleich noch sagen, wo ich bin. Dann weißt du, Mann, Gesicht. Ich habe alles versucht, nicht darüber zu fahren, ja? Wäre unser Bestes. An mir hat es nicht gelegen. Tat ein bisschen weh, besser mache nicht nochmal. Ich habe eine Jogginghose dabei, willst du gleich haben? Hallo Leute, da war Mira, bist du kurz ins Wasser geflogen? Meinst du? Verdammte Axt, ey, Geister. Aber ich habe lag richtig. Nochmal! Ich würde sagen, das war so mal seit langem nochmal das nasseste Rafting. Die nasseste Raftingfahrt, die ich hatte. Aber lohnt sich trotzdem. Also auf Dinosbech auf jeden Fall, ja. Hab noch nie so eine nasse Fahrt gesehen. Lohnt sich trotzdem immer wieder. Also das Ding macht so Bock. Ist auch noch so schön gestaltet und hat halt immer echt ein bisschen Power. Nicht so wie die meisten Raftings, die nur hier so rumschippern nur. Und gut gestaltet ist. Ja. Oh, auf Tessas Wunsch. Ja. Mia ist eilig verflogen. Aber das macht echt Bock. Das unterschätzt man, das Ding. Tessa voll begeistert. Du musst nach hinten, oder? Nee, nach außen. Ja. Oh Gott. Aha. Wo ist Kai? Da ist Kai. Kai, du schwingst nicht genug! Alter. Ja. So, ein Highlight jagt hier das nächste. Lars wollte unbedingt fahren. Ja, das Huhn! Ja, weil da auf dem Karussell ein Huhn gibt. Und ja, dann muss Lars das natürlich mitnehmen. Lars, da sind zwei Huhns. Huhn! Ja! Ja! Lars! Was hast du da? Das Huhn! Du dumme Sau, du! Ey, Julian! Geiler Schlitten! Ja. Das ist ein Schlitten. Ferrari Bonzmann, ja. Weißt du, wir sind auf dem Bauernhof-Karussell. Welches Tier holt sich Julian? Den Schlitten. They see me rolling. The chicken. Du dummes Auto! Hast du das gerade gesagt? Können wir das rausschneiden? Vielleicht. Du kannst ja piepsen. Mal gucken. Was wäre hier wieder Aufwand? Ich hab nur gesagt, dass hier zwei dicke Hähne nebeneinander sind. Natürlich hast du das gesagt. Natürlich. Zwei dicke gesagt. Oh, schönes Wetter haben wir heute doch noch. Wir gehen jetzt übrigens wieder zum nächsten Highlight, aber. Jetzt kommt ein richtiges Highlight, weil Mayas Blütensplash ist halt einfach ein Banger und ich bin tatsächlich hier in dem Park noch gar nicht gefahren. Ich bin nur in Plopsaland gefahren, weil es hier immer viel zu voll war. Deswegen bin ich jetzt hyped. Auch heute ja versendet. Ja, also für Jahreskarten, dass nur Jahreskartenleute hier sind, ist es echt voll. Und oh, Flip könnten wir eigentlich auch machen, ne? Was hat der denn jetzt? Ey! Komm, wir gehen in die Fontänen. Da sieht's! Was ein tolles Fahrgeschäft. Ja, der Song macht's toll. Das da hinten ist noch viel toller, aber es fährt nicht. Ach, du mit deinem Kiefer. Ja, was meinst du, warum man hier zum Holiday-Park kommt? Wegen Mayas Blütensplash. Kann ich ins Plopsaland dafür? Nö. Ins Plopsaland? Ja. Geht's dir gut? Ja. Okay. Jetzt kann ich aber gar nicht so schön filmen, wie wenn. Maya, fliege hoch, hoch. Die Emma bei Willi. Maya. Willi, fliege, tief, tief. Maya. Jetzt geht's ab.
Frau, werden wir nass? Seid ihr bereit? Dann geht es jetzt los! Werft den Turm, werft herum, werft die Tour! Wo sind die anderen? Werft den Turm, deinem Hebel ist, dann geht es los, wenn du drückst! Am Hebel, da geht es tief! Der wird trocken und der wird gleich nass! Na ja! Wo sind denn die Fontänen hier? Hoch, hoch, hoch und Willi fliege tief. Julia. Fliege tief, tief, tief. Willi fliege hoch, hoch, hoch und Maya fliege tief. Ba, 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 ba. Da kannst du ja meinen Remix einfügen. Das ist wunderbar. Normalerweise wird jetzt noch eine Runde folgen. Hoch, hoch, ja, ich würde gern hoch, hoch, hoch. Euch tief, tief, ich bin leider tief, schon tief, tief, tief. Ich glaube, Chess ist auf jeden Fall dauerschwindelig. Ja, es reicht jetzt auch. Hattet ihr so wie ich ganz viel Spaß? Singt so. Wollt ihr noch eine Runde? Dann singt laut und klar. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Hip, hip. Hurra! Direkt Review. Toll. Bester Tattoo im ganzen Tag. Da braucht man gar nichts anderes zu sagen. Super, enttäuscht dich. Toller Song. Toll. Wie war's? Toll. Okay. Da waren keine Wasserspritzer, hat mich das gestört. Das stimmt. Aber es war ein Soundtrack. Der Banger-Song, ey. Okay. Das stimmt. Aber findest du Zoll guten oder den da besser? Da bin ich. Ich bin Zoll guten gar nicht gefahren. Ja, aber den Soundtrack. Zoll guten. Nein. Oh, ich glaube, ich, glaub, ich nee. Auch. Nee. Tschüss. Wie war das nochmal mit ich trinke nicht? Ich bin noch nüchtern wie sonst wer. Das ist eine große genau. Lüge. Du bist eine Lüge, deine Lars, Lars, was haben wir jetzt? Flip! Nee, mach das doch mal wie gerade. Flip! Wir stehen jetzt in der Q-Line vorne. Nein, nicht nochmal. Mach's nochmal. Wir mach machen zusammen. Aber. Ich will auch mitmachen. Okay. Ja. Von? 3, 2, 1, Flip! Ich glaube, ich flipp gleich aus. Yippie! Hi Kai! Yippie! Boah, was? Ein Flip. Das ist noch ein Flip? Das ist noch ein Flip? Wie viele Flips gibt es denn? Noch ein Flip? Yippie! Das Wurmi! Ja! Yippie! Ja! Yippie! Yippie! Die Geräusche sind ja so witzig. Yippie! Tessa, flipp mal aus. Yippie! Oh, Lars. Yippie! 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 Zweitbesser Ride? Major Ride. Yippie! Yippie! Was ein Meme! Yippie! 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 Das wäre wie dann Yippie! So Julian hat das Ding Airtime. Aber das macht. Yippie! Yippie! Hä, das ist voll wild, der Sound. Also, der Sound ist schon das Beste. Ich glaube, ich riskiere es jetzt. Ja, Lars fährt mit. Big Key Splash, Big Key Splash. Ach toll, Lars, wir fahren jetzt Lochflug. Bist du auch noch nicht gefahren, oder? Doch. Wie war der? Der ist cool. Nass? Ging tatsächlich, glaube ich. Ich glaube, ich wurde eher nass, weil mich Felix die ganze Zeit nass gespritzt hat. Grüß an Felix. Jetzt sehe ich ja auch mal die neu gestaltete innere Station. Die Station wurde letztes Jahr neu überarbeitet. Von innen zumindest. Sehe ich mir jetzt mal an. Okay, das sieht jetzt echt schön aus. Der Karl Julius war hier vorher. Ja. Nee, vorher war es hier nur Karl, nicht Karl war hier drin. Karl Julius. Karl Julius heißt er. Karl Julius. Wir fliegen gleich. Hey, das ist ja dein Kollege. Wir sehen uns.
Unser Polo! Ich hab jetzt schon keine Lust mehr. Du Digga, so ein Wow! Alter! Ich bin nass! Ah! Oh Gott! Oh Gott! Scheiße! Oh Gott! Alter! Junge! Boah, leck mich am Arsch, Alter! Boah! Ich bin sicher nass! Boah! Ja! Alter, ich bin sicher nass, ne? Wirklich? Ich komm mal ein bisschen zu dir, Lars. Ah, Geisterbahn! Das Lars! Nee. Der war okay. Ja. Oh, hallo. Oh, wow. Oh nein. Oh. Hallo. Das war der Himmel. Ich drehe noch nicht. Oh. Schön hier oben. Ey, das ist echt cool. Da ist es. Passiert. Die Pforte geschlossen ist. Und da sind die anderen. Aber die erste und die meisten haben. Ich hab alles in die Fresse gekriegt. Ich auch. Ja. Puh. Wie kann es eigentlich sein, dass du Zweiter warst und nasser wurdest als ich? Das war wie ein Donner. Weißt du noch? Ja. Mit den beiden Lebens. Wie nass seid ihr geworden? Selbst ich ganz hinten. Das war früher mal grau. Geht's dir gut? Super. Ja. Was schlürfst du da gerade? Frozen Fanta. Heute gibt's alle so für einen halben Preis. Ja, ich sag. Wir haben auch gerade so eine Joppi-Pommes. Halben Preis? Ja. Guck mir mal. Was? Dann holen wir euch halt den halben Preis. Nee, das ist keine Idee. So, das war dann der Tag im Holiday Park, beziehungsweise wir haben jetzt 4 Uhr. Und im GeForce Park ohne GeForce. Ja, ohne GeForce heute, leider. Aber kann man nichts dran machen. Wir fahren aber jetzt nach Kaunten und gucken mal, was da so abgeht. Ein Kinderpark wieder dabei, wird also wieder sehr wild. Naja, eigentlich schon zweite Kaunt-Station. Technikmuseum Speyer hat nicht so ganz geklappt, weil das irgendwie jetzt in einem Komplex ist und nur 20 Euro dafür bezahlen muss, um den Butterfly zu fahren. Jetzt stehen wir vom Kids Inn, das sieht von außen echt aus wie so ein Bauernhof. Daneben ist auch direkt ein Fitnessstudio und da hinten ist ein ganz kleines Schild, wo drauf steht, dass da ein Indoor-Spielplatz drin ist. Und da gehen wir jetzt rein. SBR Visa Produkt. Am Meer. Ich frag mich, wie oft kommen hier so Gruppen hin wie wir? Ja. Mit Kameras? Ui. Boah, der geht ja richtig ab. Oh Gott. Oh. Oh. Haben wir Spaß? Ja. Ui. Ui. Jetzt kommt der Wurzelpurzel. Das war, naja, okay. Also der Indoor-Park an sich sieht schon ein bisschen ranzig mitgenommen aus, aber Count. Und der war ganz spaßig. Und er war kostenlos, komplett. Ja, das war sehr sympathisch. Obwohl es eigentlich 70 Cent kostet pro Fahrt und wir haben nicht mal Eintritt bezahlt und keine 70 Cent. Hallo, Stopp. Wir müssen den nächsten Stopp planen. Jabadu! Was ist das denn? Das sieht ja noch schlimmer aus. Guck mal, das Schild ist ja schon total auf dem Platz. Jabadabadu! Eieiei. Wir haben aber heute die Perlen rausgesucht. Besser? Ja, bitte. Warum ist der Park hier besser als der andere? Weil es dann Zebra gibt. Wow. Ja. Los, Kai! Ja. Da sieht man mal, was das hier für ein Ding ist. Also irgendwie sind die ein bisschen in den 80ern hängen geblieben hier unten mit den Kinderhallen. Vor allem mit diesen Ja. Wow.
Omega Lul. Aber auch wieder ganz nett kostenlos reinkommen, für die Butterfly zu kaufen. CC plus 1. Flip. Guck mal, die Themenfahrt mit Zebra. Ja. Der Zieger ist Bügler. Oh. Nein. Bitte während der Fahrt gut festhalten. Bügel bitte runter. Ja. Bügel bitte runter. Kontrolle. Perfekt. Super. Viel Spaß. Also es war wirklich. Aber ich glaube schon den besser als gerade den. Hä? Gerade eben der wirkte so knastartig trist. So, wir haben es jetzt geschafft. Haben wir jetzt auch beide Packs geschafft. Den Speyer halt leider nicht, aber den holen wir dann halt mal separat irgendwann mit. Im Holiday, danke Tessa. Im Holiday Packs sind wir auch gut durchgekommen. Naja. Außer Dief war es halt. Aber ja. Passiert halt. Gut, dann sage ich hier schon mal tschüss. Danke, dass ihr dabei seid. Die Kinder umfahren. Like gerne das Video, abonniert meinen Kanal gerne, wenn ihr das möchtet. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bei uns vorbei. Und bei ihm, da gibt es Regenfahrprogramm im Rastiland. Weiter, okay, tschüss.